Und da ging zum letzten Mal der Papa mit der Mama in das Hönnetal. Hönnetal ist wunderschön, kann man drin spazieren gehen. Oh, du mein Hönnetal, 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 Hönnetal. Noch ist es ruhig. Diese Ruhe im Hönnetal ist selten geworden. Viele Generationen sind diese Straße entlang gefahren, gewandert, gepilgert. Vieles erinnert nicht mehr an die alten Zeiten. Die Autofahrer, die täglich diese Straße benutzen, würden hier nicht vermuten, dass hier einst ein großes Gebäude stand. Wie so vieles hier ist in Vergessenheit geraten. Erinnerungen sind über Jahrzehnte überwachsen worden. Wo früher einst Gebäude und Kinderkarussells standen, stehen heute nur noch Bäume. Nur noch wenige Überbleibsel sind zu erkennen. Im Sommer ist der Fluss an einigen Stellen ausgetrocknet, wie schon damals zu sehen ist. Nichts Ungewöhnliches. An anderen Stellen fließt das Wasser wie gewohnt weiter. Und immer wieder kommen Orte, wo einst Gebäude standen, wo man heute noch Wiese sieht, gingen die Menschen zu Tisch, aßen und tranken. Wir gehen weiter in die Tiefen des Hönnetals. An der Oberfläche die besonderen Felsformationen und darunter die ein oder andere Höhle. Eine andere Welt tut sich auf,
immer wieder ein besonderer Anziehungspunkt für Mensch und Tier seit Tausenden von Jahren. Die Höhlen werden die Zeiten überdauern. Der Mensch wird eines Tages verschwinden und mit ihm alles, was er erschaffen hat. Wenn das Hönnetal erzählen könnte, was würden für tolle Geschichten dabei rauskommen? Nur die Bilder vergangener Zeiten erinnern uns an eine Zeit, die anders war. Ein anderes Hönnetal, so wie man es sich heute wohl nicht mehr vorstellen könnte. Das Hönnetal zeigt wieder deutlich, wie die Natur sich alles zurückholen wird. Aber bis dahin wird noch viel Zeit vergehen und jeder, der das Hönnetal mit besonderen Momenten verbindet, wird es nie vergessen.